So, wir sind jetzt auf dem Weg zu den Pfahlbauten. Hier liegt in diese Richtung. Wir sind mit der Buslinie 7399 vom Affenberg runter nach Udimlhofen bis hier runter zum Hafen. Und wenn Sie mögen, in knapp 2 Minuten können Sie an einer 3D-Tour teilnehmen, wo Sie den Unterwasserarchäologen begleiten, von Entdecken bis hin zur Rekonstruktion. 360 Grad an sich öffnet sich dann nach draußen und Sie haben dann die Möglichkeit, an einer kurzen Tour teilzunehmen, wo Ihnen ein Kollege erklärt, warum hier war, wie haben Sie alles anschauen. Und bei dem schönen Wetter wünsche ich Ihnen schönen Aufenthalt hier im Museum. Wir konnten ja auch umbringen. Guck mal, mein Topf. Im ganzen Gelände haben wir Rauchverbot. Bitte nirgendwo rauchen. In den Häusern bitte nicht fotografieren. Außerhalb können Sie alles aufnehmen, in den Häusern nicht. Es hat urheberrechtliche Gründe. In den Häusern bitte auch kein Essen und Trinken. Und dann darf ich Sie jetzt bitten, folgen Sie mir auf die Plattform. Dann nehme ich Sie zurück in ein paar Jahre, paar tausend Jahre Vergangenheit. Kommen Sie mal bitte mit. Mal bitte alle hier rum. Wunderbar. So. Ein bisschen hier rum, sodass der Weg frei bleibt. So. Also. Wir sind jetzt hier am Bodensee. Der ist ein Produkt der letzten Eiszeit. Bis ca. 10.000 Jahre vor unserer Zeit war die ganze Gegend von einem 1.200 Meter dicken Eispanzer bedeckt. Als der weg war, hat der tiefe Täler hinterlassen, die haben sich mit Schmelzwasser gefüllt und so entstand der Bodensee. Als der Gletscher weg war, kamen die Vegetation und die Tierwelt zurück.
Und 4000 vor Christus, also vor 6000 Jahren, war auch der Mensch da. Und als die hier ankamen, war die ganze Gegend hier mit einem dichten Urwald bedeckt. Da haben die sich's einfach gemacht, die haben im Wasser gebaut. Denn der Boden im See ist wesentlich weicher als an Land. Da haben ein, zwei kräftige Männer ausgereicht, durch Rütteln einen Pfahl 1 bis 1,5 Meter tief in den Schlick zu versenken. Direkt am Wasser war man auch an den wichtigen Handelsregen angeschlossen. Man war sicher vor Raubtierangriffen auf dem Wasser. An Land gab es damals noch Bären und Wölfe. Man war sicherer vor Angriffen feindlicher Mitmenschen. Und man war unabhängig vom Pegel des Sees. Der ist im Sommer nämlich erheblich höher als zur Winterzeit aufgrund des Schmelzwassers aus den Alpen. Im ganzen Alpenraum gibt es ca. 1100 Pfahlbausiedlungen. 111 davon hat die UNESCO 2011 zum Weltkulturerbe erklärt. 9 liegen am Bodensee. Wir sind eines dieser 9. Das Original Pfahlfeld liegt allerdings südlich des Hafens von Unterulgingen. Was Sie hier sehen, das sind die Nachbarn. Warum jetzt Weltkulturerbe? So ein Dorf hat 10 bis 15 Jahre lang bewohnt. Dann sind die Bewohner weitergezogen, weil der Ackerboden an Land erschöpft war. Das Dorf ist zerfallen, in den See gefallen, im Schlick versunken. Kaum war es im Schlick versunken, war es von der Luftzufuhr abgeschnitten. Keine Luftzufuhr, kein Sauerstoff, keine Bakterien. Als dann die ersten Pfahlbauten entdeckt wurden, haben natürlich die Archäologen geguckt, was ist da unten, und haben gemerkt, da liegen nicht nur Krüge und Scherben, nein, da liegen sogar Kleidungsreste, da liegen Nahrungsreste, so gut erhalten, dass die Archäologen das Leben der Menschen zur damaligen Zeit problemlos nachzeichnen konnten. Und um das zu schützen, hat die UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Wir haben jetzt für Sie 3 Dörfer nachgebaut. Das hier ist die Wasserburg Pontau, zur Bronzezeit, Baujahr ca. 1050. Das ist die Bronzezeit unter Uldingen, das Dorf unter Uldingen, Bauzeit ca. 900. Das ist unser ältestes Dorf, 3500 vor Christus, gehört zur Jungsteinzeit. Dort steht die Kollegin, da kann ich Ihnen alles über die Jungsteinzeit erklären. Dann haben wir hier noch unseren Freizeitparcours, lohnt sich auch da reinzuschauen. Ebenso in unser neues Museum, was vor 6 Wochen eröffnet wurde. Zur richtigen Zeit. Ja, genau. Dort sind viele Funde zum allerersten Mal ausgestellt. Und in diesen beiden Häusern, die gehören auch zur Jungsteinzeit, 4000 vor Christus. Dort ist ausgestellt, wie hier alles im Museum begann. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie nehmen viele schöne Eindrücke mit nach Hause. Dankeschön. Dankeschön. Okay.